Der Roman «The Man at the End of the Rope», das ist einer von Dutzenden von Romanen, die geschrieben worden sind im Zusammenhang mit Geschichten, die an der eigenen Nordwand passiert sind. In 1957 sind zwei italienische Bergsteiger, der Claudio Corti und der Stefano Longhi, an dieser Stelle, wo unsere vier jetzt sind, nämlich bei den Ausstiegsrissen. Und dort hat sich ein Drama abgespielt. Aber zuerst mal zu den Facts. Daniel Anker, was ist dort passiert? Also es waren eigentlich zwei Seilschaften drin. Einerseits die Italiener, die du gesagt hast, aber es waren auch noch zwei Deutsche drin, Meyer und Notdorf. Und die sind getrennt geklettert, haben sich aber nach einem Sturz vom Longhi, und der war eben nicht der, der war noch oben im Götterquergang, dort haben sie die Route nicht gefunden, ist der gestürzt. Und der Corti, mit Hilfe der Deutschen, konnte noch nicht mehr aufziehen. Und dann sind sie weiter, und nachher, dort wo sie jetzt waren, klettern, ist der Corti gestürzt. Und dann konnte er auch nicht mehr für sie können. Und nachher sind die zwei Deutschen gegangen, haben alles Biwakmaterial da unten gelassen, am Corti, und Hilfe holen. Gleichzeitig hat man das aber gesehen. Man hat gesehen, dass dort etwas passiert. Und die Grindelwaldner Führer wollten nicht helfen. Es war eine internationale Rettungsschar, ist her, hat Zeug hochgeschleppt. Und nachher hat man versucht, oben abzuseilen mit dem Stahlseilgerät. Und hat nachher den Corti aufgeholt. Und der Longhi, weil der weiter unten war, das hat nicht mehr geklappt. Sag mal kurz aus bergsteigerischer Sicht, Kasper, wie schätzt du das ein, dass man dort oben stürzt? Ist das normal? Nein, sie waren nicht auf der Originalroute. Also oberhalb des Götterquergangs, wo wir noch vor einer Stunde gesehen haben, die Traverse, sie sind nicht über den brüchigen Riss gegangen, denn zumal die vier Bergsteiger, sondern sie weiterklettern am Rinnensystem von Rampen an. Sie sind dann höher oben durchquert. Es ist weniger steil dort oben. Und das hat schon der Forstenlechner, ist schon der dritte Begehr von dieser Wand, der erste, der die Wand in einem Tag durchstiegen hat, die haben schon die Traverse als erste dort oben gemacht. Es ist eine Schneeband, es ist nicht sehr steil und vermutlich war es ziemlich nass Schnee gewesen, und der Long ist dort abgerutscht, ist unter einem kleinen Überhang gehangen und ich kann das nicht ganz nachvollziehen, warum die den dort nicht durchgebracht haben. Der ist nicht weit unter dem Band gehangen, also von Selbstrettung haben sie alle zusammen keine Ahnung gehabt. Ich kann das nicht ganz nachvollziehen. Sicher, es war eine andere Zeit. Mhm. Aber das sind natürlich wesentliche Schritte, die man in diesem Niveau an so einem Berg beherrschen sollte. Also vielleicht muss man noch sagen, sie waren ja schon müde. Der Corti und der Longhi, die haben schon unten den Einstieg nicht gefunden. Die sind irgendwie schon zwei Tage nur im Vorbau umgekehrt, bis sie endlich auf der Heckmeier-Route waren. Also das ist alles schon ein bisschen reduziert. Die waren ja nicht mehr im Vollbesitz von der Kräfte. Und nachher hat sich das Drama eben abgespielt. Wer hat denn den Corti gerettet? Es sind Deutsche, Franzosen, Polen, Holländer. Warum nicht Grindelwald? Die haben das irgendwie, die sind dann auch noch nicht vertraut mit dieser Technik, Stahlseiltechnik. Mhm. Und die Deutschen, Gramminger, der Schweizer, der Friedli von Thun, die haben das kennt, die haben gewusst, wie man das handhabt. Mhm. Und darum sind sie nachher den Corti geholt. Aber das Schlimme war, es war natürlich ein Weltsturm zwischen ihnen. Und beim Abtransport vom Corti, am Samstag, da hat es wirklich in der Nacht, ist ein Höhengewitter über den Berg runter. Und die letzten Worte von Stefano Longhi, die man noch gehört hat, wir haben vom Meschgrad reingerufen, war «Fame Fretto». Und am nächsten Morgen nachher ist, hat man ihn gesehen. Und er ist längere Zeit dort nachher gehangen. Die ganze Geschichte ist dokumentiert. Wir schauen ein paar Bilder an und reden nachher weiter über das Drama. Man schreibt das Jahr 1957. Die Italiener Stefano Longhi und Claudio Corti schließen sich oberhalb des zweiten Eisfeldes mit den Deutschen Günther Notdorf und Franz Meyer zu einer Seilschaft zusammen. Beim Götterquergang stürzt Longhi in die Tiefe und bleibt schwer verletzt zurück. Corti und die Deutschen steigen weiter. Doch unterhalb der Ausstiegsrisse wird Corti von einem Steinschlag getroffen. Notdorf und Meyer müssen alleine weiterklettern. Sie erreichen zwar den Gipfel, erfrieren aber beim Abstieg. Zwei Tage später läuft eine Rettungsaktion an, wie man sie noch nie gesehen hat. Claudio Corti kann lebend geborgen werden, dank der neu entwickelten Stahlseilrettung. Für den abgestürzten Stefano Longhi indes kommt jede Hilfe zu spät. Er stirbt nach insgesamt 9 Tagen am Berg. 2 Jahre lang liegt die Leiche im Fels, ehe sie geborgen werden kann. Der Schweizer Amateurfilmer Fritz Jaun hat die Bergung der Leiche gefilmt.
Die dramatischen Bilder schreiben Bergfilmgeschichte. Ja, das sind die dramatischen Bilder gewesen. Daniel, es nicht bin wunder, warum um immer wieder lässt man eine, zwei Jahre lang in einer Wandel hängen. So lange ist es nämlich dort, so lange ist es gegangen, bis man oben abgeholt hat. Die Verhältnisse waren nicht gut gewesen. Also mir Helikopterrettung hat's dort nicht gehabt. Man ist wirklich Verhältnis, bis das angelaufen ist, bis man jemanden gefunden hat, der das zahlt hat. Das ist auch noch gewesen. Es hat sich nachher der holländische Verleger vom Harder Seiden Weissen Spinnen hat gesagt, er zahle das, aber wenn er das Exklusivitätsrecht hätte, für das nachher in seine Medien zu bringen. Er hat sogar den Luftraum um einen Eiger sperren. Das hat natürlich alles nicht geklappt, es sind andere Flugzeuge gekommen. Es ist ja, eine von diesen verrückten Eigengeschichten halt wieder. Und die zwei Jahre, wo der Longi dort oben gehangen ist, das hat natürlich nachher so Schriftsteller wie der Paul Townend zu diesem Roman angeregt. Es gibt auch andere, dass da jetzt einfach ein Leich oben hängt. Wo man auch sieht, wie ja, klar. Oder? Ja, das oder ist ein Mahnmal. Ja, das scheint sich das Fernrohr auf der kleinen Scheideck mehr oder weniger auf den leblosen Körper des Longi eingestellt gewesen, dass man näher kommen, Münze runterwerfen, hau dort, Tote und nachher ein Bier getrinkt. Grosses Echo im Parimatch. Wir haben gestern schon kurz reingeschaut, aber wir zeigen es noch mal. Das sind also die Bilder, das Titelbild aus der Ausgabe vom Samstag, 25. August 1957. Ja, das ist dann das grosse Wellen geworfen. Und das war x Fotografen hier oben und haben das gefilmt. Da sieht man, wie der Helepart der Gorti aufdreht. Unten dran ist Grindelwald. Da sieht man die Spinnen. Und hier, wie die Leute hier oben waren, das waren ganz 20, 30 Leute auf diesem Gipfel, die haben geholfen, das Ganze einrichten. Und die Rettung ist eben erschwert worden, es ist eisiger Wind gegangen. Das ist im Gespräch der zweite Besteiger von Eiger Nordwand, der Lionel Terre, hat aktiv mitgeholfen. Das war er, der Longi wollte holen. Aber nachher wegen Funkproblemen ist das nicht gegangen. Und nachher hier ist die erste Zigarette. Für den Claudio Gott. Ein bisschen länger, das Kamera kann nicht hergehen. Die erste Zigarette. Nach der Rettung. Kurz nachdem dass er nach der gerettet worden ist. Da sieht man. Und das sind auch die verrückte Aufnahmen, oder? Das ist da die Aufnahme, die er im... Da winkt er noch, das ist ein Flugzeug nachher gefahren, geflogen und hat die Aufnahme gemacht. Und da winkt er am Flugzeug und nachher, nach dieser schlimmen Nacht hängt er nachher hier und so ist er zwei Jahre gegangen. Und wie gesagt, wenn man weiterblättert im Parimatch, dann kommt nachher die nächste Geschichte. China, Lollobrigida da und wenn man umblättert, sieht man noch, was man früher für Plattenspiele hatte. Aber es ist wirklich, es zeigt ein bisschen den Stellenwert. Also erstens einmal Titelblatt, Parimatch und die riesige Fotogeschichte. Ja, das hat damals noch relativ viel gegeben. Ganz kurz noch ein Wort zu dem Roman. Wie nahe an der Realität sind so Geschichten allgemein oder die speziell jetzt? Die ist eigentlich nicht, die geht davon aus von dem Mann, der dort hängt. Aber es ist eine gute Geschichte, finde ich, weil es geht um Journalismus. Es geht darum, wie man mit dem Berg umgeht. Das ist ein Reporter, der beobachtet, dass eine berühmte Persönlichkeit mit einem Führer einsteigt. Er geht nachher mit dem Flugzeug daher und verursacht einen Unfall in der Wand. Die zwei fallen an. Und dass er nachher längere Schlagzeilen hat, weil er exklusiv darüber berichtet, erzählt er Unmarszeuge, die hängen. Und dann kommt eine Geschichte, also eine Rettungsgeschichte, kommt in Gang. Eine Sache, und er ist ein bisschen voraus im Newswert. Das ist, zeigt so, also ich habe das Buch gelesen nach dem Diana-Unfall. Die ganze Diskussion, die dort war, wie weit dürfen die Journalisten gehen, das ist alles hier drin. Der Eiger war also in der Schlagzeile 1957 und manches Jahr auch vorher. Er ist es auch heute wieder, zum Glück aus erfreulichem Anlass, nämlich wegen unserer Sendung. Wir schalten jetzt zur Tagesschau. Eiger Nordwand live. Die spannendsten Szenen der soeben ausgestrahlten Sendung SF Spezial gibt es auf Videokassette. Ebenfalls zum Thema Eiger sind drei verschiedene Bücher erschienen. Bestellen Sie beim TV-Club unter der eingeblendeten Adresse oder gleich jetzt telefonisch. 0848
822 922. Jetzt kann ich endlich laut fernsehen, ohne meine Nachbarn zu stören, mit den neuen drahtlosen Kopfhörern von Sennheiser. Der neuen Infraport-Kopfhörer mit individueller Gehöranpassung gibt es jetzt im Fachhandel. Rückenweh habe ich immer schon ein bisschen. Aber auf das Mal hat es mir einen Fitz gegeben. Sein Kind hat nur noch wollen, dass ich es umtrage. Plötzlich konnte ich nicht mehr laufen. In meiner Verzweiflung habe ich den Helsana angerufen. Sie hat dafür gesorgt, dass jemand an meine Kinder schaut und dass ich mich gesund pflegen lassen konnte. Dass ich meine Zwillinge heute hier selber schauen kann, verdanke ich den Ärzten, dem Spital und den Helsana. Ich kann es gerne, wenn man sieht, dass ich mein WC pflege. Es gibt 3 Duftnoten vom WC Enten Duftstein. Fresh, Green und Rose. Neu gibt es jetzt auch im blauen Körbli, wo nicht nur fein schmeckt, sondern auch noch das Wasser schön blau macht. Der blauspülende Duftstein ist gut biologisch abbaubar und man kann ihn so einfach nachfüllen wie die anderen. WC-Ente verdient ihr Vertrauen. Ente gut, alles gut. Ich bin froh, bin ich bei der Helsana. Immer mehr Flüchtlinge. In der Schweiz suchen 1999 fast doppelt so viel Menschen Schutz wie vergangenes Jahr. Elend in Osttimor. Auf politischer Ebene wird taktiert, die Leidtragenden sind die Menschen. MTV Awards in New York. Die große Abräumerin ist Lauryn Hill. Guten Tag, meine Damen und Herren. Willkommen zur Tagesschau am Mittag. In der Schweiz gibt es dieses Jahr deutlich mehr Menschen, die um Asyl bitten. Bis Ende August wurden 38.579 Asylgesuche eingereicht. Das sind 80% mehr als im letzten Jahr um diese Zeit. Diese Zahlen hat das Bundesamt für Flüchtlinge BFF in Bern veröffentlicht. Zur Zwischenbilanz des BFF der Bericht aus dem Bundeshaus von Hans-Peter Tritsch. Die Fluchtbewegung aus dem Kosovo führte vor allem in den Monaten Mai und Juni zu Rekordeinreisen, rund 5.000 Gesuche im Mai. Der Juni war mit 9.600 Gesuchen ein absoluter Spitzenmonat. Mehr als 38.000 Gesuche in den ersten 8 Monaten, im Vergleich zum Vorjahr rund 80% mehr. Im Moment hat sich die Situation wieder etwas beruhigt, aber trotzdem noch nicht entspannt. Kommt auch der Herbst, also der Spätherbst, und wir wissen aus Gründen der Erfahrung, dass im Herbst normalerweise ein Anstieg da ist von Asylgesuchen. Ziel ist es, die vorläufig Aufgenommenen aus dem Kosovo schnell wieder zurückzubringen, vorläufig allerdings nur auf freiwilliger Basis. Täglich findet ein Rückflug statt, bis heute sind 4.600 zurückgekehrt. Wir sind an zweiter Stelle nach Deutschland bezüglich der Rückkehrenden in den Kosovo, und die Anmeldungen in unser Programm sind relativ hoch, sogar höher als unsere Erwartungen. Wir hoffen, dass wir rasch den Landweg öffnen können. Das hängt leider nicht so sehr von uns ab, sondern von unseren Nachbarländern und vor allem von der Sicherheitssituation in Albanien. Mit den Asylgesuchen steigen auch die Kosten. Die Verantwortlichen rechnen mit zusätzlichen Kosten von 300 Millionen. Damit belaufen sich allein in diesem Jahr die Aufwendungen im Asylbereich auf 1,5 Milliarden. Papst Johannes Paul II. Hat einen Appell für den Frieden in Osttimor lanciert. In einer Botschaft rief er Indonesien und die internationale Gemeinschaft dazu auf, den Massakern in Osttimor ein Ende zu setzen. Angesichts der weiterhin chaotischen Lage in Osttimor hat die UNO heute einen Großteil ihrer Mitarbeiter aus der verwüsteten Hauptstadt Dili abgezogen. Rund 150 einheimische und ausländische Mitarbeiter der UNO-Mission in Dili sind in einem ersten Konvoi nach Australien evakuiert worden. Einige bleiben zurück. Sie sollen Übergriffe auf die mehr als 1.000 Flüchtlinge auf dem Gelände verhindern.
Am Gipfel des Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsforums in Neuseeland hat der osttimoresische Exilpolitiker Ramos Horta einen dringlichen Appell an die versammelten Politiker gerichtet. Wenn nicht in den nächsten Stunden etwas passiert, werden nochmals Tausende sterben. Das ist Völkermord. This is a genocide. Well, it is now time. It is time to act urgently. No? Es ist höchste Zeit zu handeln. Eigentlich ist es schon zu spät, sagt auch Bischof Belo, der Anfangswoche aus Dili flüchten musste und heute noch beim Papst vorsprechen will. US-Präsident Clinton hat Indonesien vor ernsten wirtschaftlichen Konsequenzen gewarnt, wenn Osttimor seinen Weg in die Unabhängigkeit nicht fortsetzen könne. Die USA habe ihre Militärhilfe an Indonesien mit sofortiger Wirkung eingestellt. Die Explosion in einem Moskauer Wohnhaus gestern Morgen ist offenbar doch auf einen Terroranschlag zurückzuführen. Das sagt jedenfalls der Moskauer Bürgermeister Juri Luschkow. Ganz geklärt ist die Ursache aber noch nicht. Die Zahl der Toten ist inzwischen auf 70 angestiegen. Während der ganzen Nacht suchten Dutzende von Rettungsleuten, teils mit schweren Maschinen, in den Trümmern nach weiteren Opfern. Zahlreiche Menschen werden immer noch vermisst. Für sie besteht kaum noch Hoffnung, dass sie lebend in den Schutthaufen geborgen werden. Die obdachlosen Hausbewohner sind verzweifelt. Wenn sie nicht bei Verwandten oder Bekannten unterkommen, bleibt ihnen nichts anderes übrig, als im Freien zu campieren. Bei Tagesanbruch suchen sie in den Trümmerhaufen nach ihren Sachen. Glücklich, wer noch eine ganze Waschmaschine findet. Die gewaltige Explosion ist laut Moskauer Bürgermeister möglicherweise auf eine Hexogenbombe zurückzuführen. Sie soll im Büro einer Firma im Erdgeschoss des Hauses deponiert gewesen sein. Die Amerikanerin Lauryn Hill ist zurzeit der Star des internationalen Musikbusiness. Nach 5 Grammy Awards gewann sie gestern an den MTV Awards weitere 4 Auszeichnungen. Lauryn Hill gewann für ihr Video Doo-Wop gleich 4 Preise, darunter auch den für das beste Musikvideo des Jahres. Die Ex-Sängerin der Fugees ist mit ihrem Soloalbum zum Superstar der Hip-Hop-Szene aufgestiegen. Sie wurde gestern Nacht in der New Yorker Metropolitan Opera auch entsprechend gefeiert. Weitere Auszeichnungen gingen unter anderem an Ricky Martin für sein Hitvideo Livin' La Vida Loca. Auch Madonna erhielt einen Preis für ihr Video Beautiful Stranger. Die MTV Awards sind die wichtigsten Preise im Musikvideo-Business. Zur Wirtschaft. Zuerst die aktuellen Schlüsselzahlen. Der Nikkei-Index 17.712,02 Punkte, das sind 0,19% mehr als gestern. Der Swiss Market Index SMI 7.157,5 Punkte, minus 0,18%. Der Dollar 1,5211 plus 0,18%. Der Euro 1,6009 plus 0,05%. Hoher Besuch heute am Schweizerischen Bankiertag in Zürich. Willem Deusenberg, Europas höchster Bankier, sprach vor 600 Spitzenvertretern der Schweizer Wirtschaft zur Entwicklung des Euro. Kongresshaus Zürich heute Morgen. Der Holländer Willem Deusenberg ist die Attraktion am Schweizerischen Bankiertag. Der Präsident der Europäischen Zentralbank begrüßt die Spitzen der Schweizer Wirtschaft. Vor 600 Bankiers verteidigt Deusenberg die Politik der Europäischen Zentralbank. Der Euro hatte in den ersten Monaten dieses Jahres nämlich einen eher enttäuschenden Start. Deusenberg zieht eine positive Bilanz. Offenbar klappt etwas nicht. Wir machen weiter mit Wirtschaftsnachrichten. Die krisengeschüttelte Société Générale de Surveillance in Genf ist nach dem Ausscheiden der umstrittenen Chefin Elisabeth Salina Amorini wieder im Aufwind. Das Unternehmen hat den Gewinn vervierfacht. €43 Millionen, das sind 33 Millionen mehr als im Vorjahr. Der Umsatz sank dagegen leicht von 1,57 auf 1,54 Milliarden Franken. In der zweiten Jahreshälfte erwartet das Unternehmen eine weitere Steigerung des Gewinns. Zum Schluss noch wie immer ein Blick auf das Wetter. Peter Pöschl, wie sieht's aus fürs Wochenende?
Ja, mit einem Wort, schön ist es, schön bleibt es. Und wie schon gesagt, wahrscheinlich übers Wochenende hinaus, bis Dienstag bleibt uns das hoch erhalten und sorgt für weiterhin sehr schönes Wetter, so wie heute in der ganzen Schweiz, mit nur etwas Dunst im Süden und ein paar Quellwolken über den Bergen. Auch morgen zu Beginn nur schwache Nebelfelder im Süden, etwas mehr Dunst und auch mehr Quellwolken am Nachmittag. Aber sonst weiterhin Fortbestand dieses spätsommerlichen Schönwetters mit angenehmen Temperaturen bis 25, zum Teil auch 27 Grad und auch auf den Bergen recht mild, auf 2000 Meter 14 Grad plus und die 0 Grad Grenze, da muss man schon hoch hinauf auf 4000 Meter. Freuen wir uns also auf ein schönes Spätsommerwochenende. Vielen Dank, Peter Pöschl. Bei uns im Programm geht es nun gleich weiter mit der Direktübertragung aus der Eiger Nordwand. Wir von der Tagesschau melden uns wieder mit Kurznachrichten um 17.50 Uhr. Einen schönen Nachmittag noch und auf Wiedersehen. Rückenweh hatte ich immer schon ein bisschen. Aber auf das Mal hat es mir einen Fitz gegeben. Sein Kind hat nur noch wollen, dass ich es umtrage. Plötzlich konnte ich nicht mehr laufen. In meiner Verzweiflung habe ich die Helsana angerufen. Sie hat dafür gesorgt, dass jemand an meine Kinder schaut und dass ich mich gesund pflegen lassen konnte. Dass ich meinen Zwilling heute hier selber schauen kann, verdanke ich den Ärzten, dem Spital und den Helsana. Ich kann es gerne, wenn man sieht, dass ich mein WC pflege. Es gibt drei Duftnoten vom WC-Enten-Duftstein. Fresh, Green und Rose. Neu gibt es jetzt da im blauen Körbli, wo nicht nur fein schmeckt, sondern auch noch das Wasser schön blau macht. Der blauspülende Duftstein ist gut biologisch abbaubar und man kann ihn so einfach nachfüllen wie die anderen. WC-Ente verdient ihr Vertrauen. Ente gut, alles gut. Ich bin froh, bin ich bei der Helsana. Ja. Jetzt kann ich endlich in Ruhe fernsehen, ohne meine Familie zu stören. Mit dem neuen drahtlosen Kopfhörer von Sennheiser. Den leichtesten Kopfhörer der Welt gibt es jetzt im Fachhandel. Das ist der zweite Tag von Eiger Live, unserer Fernsehreportage, wo wir vier Top-Alpinisten begleitet. Die Heckmeier-Route darauf, vom Fuss von der Eiger Nordwand bis zum Gipfel. Es ist jetzt Viertel ab eins und wir sehen hier zwei von unseren vier, nämlich Evelyn Binzak und den Ralf, wenn es mir täuscht, Kasper. Und ich glaube, mit Evelyn sind wir in Kontakt. Hörst du uns, Evelyn? Ich höre mich, ja. Du musst dir einen Gruß ausrichten. Lieber Gruß von deinen Eltern. Ja, das ist der Herzog. Sie waren vorhin gerade bei mir und haben gesagt, ich soll dir ausrichten, sie warten hier und sind froh, wenn du wieder oben runterkommst. Ja. Also ihr könnt euch dann sicher unterhalten, wenn ihr wieder bei uns sind, habt Sorge. Und etwas, was du vielleicht noch Stefan kannst ausrichten kannst. Ja. Ein Fax, wo steht, wow, Götti Stefan, du bist genial, von Federico Noah. Oh. Und jetzt steht auch noch Gruß an Evelyn von Mutti. Also offenbar kenne ich euch auch. Ja, okay, merci vielmals. Gut, viel Glück. Und wieder die Frage nach dem Ellbogen? Ja, du, eben, ich habe gesagt, ich habe unten noch ein Band Stand genommen und es nützt noch vorläufig. Und, aber man merkt schon, jetzt da die schwierigen Stellen an den Ausstiegsrissen, die sind schon noch so ziemlich zermürbend. Also die gehen schon noch einmal an die Substanz.
Und so, wenn ich jetzt das da oben sehe, steht mir eine ziemliche Quergangsellänge bevor. Also, nein, ist etwas, was psychisch... Ja. Ah, das ist Steffi gerade anwinken. Also, Evelyn, er hat jetzt gerade den Quarzriss hinter sich gebracht, alle, oder? Wir sehen den Standplatz bei euch. Genau. Und nachher kommt ja das Gorti-Biwak und von dort her Traverse zu der letzten Ausstiegskabine. Genau, ja. Das ist eigentlich so mehr oder weniger eine der letzten wirklich schwierigen Seillängen. Ja, das ist eigentlich die letzte Schlüsselseillänge der Ausstiegsrisse. Genau. Wie sind die Verhältnisse dort? Schon noch nicht ganz einfach, oder? Ja, also jetzt unten, die Ausstiegsrisse, das ist gäbig gegangen. Und da oben hat der Steffen schon noch ein bisschen in die Finger recken, glaube ich. Mir steht das noch bevor, ja. Aber ich denke, wie sind die Verhältnisse, Steffen? Okay. Hier oben sehr gut, eigentlich. Ja. Also hier oben sind sie gut bis jetzt. Gut, tipptopp. Also. Das erste Stück war nicht so super, aber. Ja, das hat so alles gesehen, ja. Ja, stand, gell? Mich hat es eben nicht dunkel. Man hört immer wieder von Zuschauern, also sind bei weitem nicht alle, aber es gibt deren, die sagen, das sieht ein bisschen zu leicht aus. Und wenn man euch natürlich so hört, lachen und so, hat man schon manchmal das Gefühl, ja, das ist noch easy. Nein, es ist nicht so easy. Also, wir sind am Lachen, vor allem um gegenseitig einander aufzubauen. Manchmal hat man auch ein paar Seillängen, die einem wirklich Freude bereitet, dass man ein paar Höhenmeter und nicht nur Traversen hinter sich gebracht hat. Ja, und wir sind immer noch frohen Mutes und darum, ja, klingt das vielleicht so, wenn es fast leicht wäre. Aber, wie sieht es mit dem Zeitplan aus? Ja, ich denke, wir schätzen etwa so um die 4 sicher, dass wir da oben werden sein, ungefähr. Ja, das ist super. Das ist eigentlich etwas, so wie wir miteinander mal abgemacht haben. Einfach rein theoretisch, aber das hätte auch Verschiebungen können, gell? Danke vielmals, Evelyn. Okay, ich lasse euch wieder in Ruhe, damit ihr euch konzentrieren könnt. Ja, merci, für die nächste Länge, gell? Toi, 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 bis nachher. Tschüss, Evelyn. Ciao, ciao, Happy. Und dann kann ich mit dem Kasper noch ein bisschen weiter diskutieren. Eben, eigentlich hätte es auch ziemliche Verschiebungen können, auf die eine oder andere Seite. Also vor allem hinten raus natürlich, es hätte auch länger können sein, wesentlich. Ja, vorgestern habe ich schon noch so gerechnet, dass es ganz sicher 6 wird am Abend, aber das Verhältnis hat sich ein bisschen zum Besseren gewandelt. Wir haben ja gewusst, der Oberteil geht noch 2 Tage drüber. Also die Verhältnisse werden nur besser. Und so wie ich es jetzt einschätze, 3,5-4 sind die vermutlich. Sie sind oben, aber man kann es nie so genau sagen. Das kann eine Seillänge kommen, die sie aufhalten. Aber sie sind schamper gut unterwegs. Man sieht. Das
Soll der schon reinlassen, Hans-Rudi? Du, ja, ja, wenn wir sie reinlassen. Okay. Du musst schauen, dass du nicht hierher kommst, gell? Steff? Ja? Ich glaube, Hans-Rudi, da ziemlich der Express drin, gell? Komm ich ja gerade auf in dem Fall? Hä? Komm ich ja da rauf? Okay. Es geht doch toll schnaufen. Na, ist steil, hä? Ja. Bitte? Hast du da noch ein Schlingeli? Hier, wenn du gerade ein neu hast. Hä? Geht es gäbig? Okay, sicher nicht weniger gäbig. Gut. Ich bin jetzt gegen ein paar Hyannen klären, aber hast du mal unsympathisch da? Ja. Weißt du? Warte. Kannst du vorhin aufnehmen? Geht's um den Glückgebiger? Du musst gleich rüber erklären, gell? Siehst du die... Ah ja. Du gehst recht vom Dalmosch. Achtung, Kopf einziehen. Da oben kommt das. Auf der anderen Seite schauen. Mach dir die da. Hier geht's noch gut. Achtung, schneit, jetzt kommt's. Ah! Wow! Noch ein Wort. Das ist Heimat, nicht? Für alle Griffe verschnitten. Besser gegangen, als ich denke.
unten durch. Ja. Wir senken, wir müssen absteigen. Es geht gut mit dem Eisgerät. Es geht gut mit dem. Ich würde nicht so reinnehmen. Ah ja. Du musst gleich wieder packen. Sonst... Das ist schon die Flur. Bueno. Ja, sorry. Oh, sorry. Viel lustiger als unten, ist ja nicht hier. Nein. Ein bisschen Angst gerade rausklepfen. Ja, es ist schon. Unten an dir ist es ganz kurios abgesichert. Genau, es ist nicht, das bist nicht drin. Hä? Ja, die Rot noch eingehängt, das ist da oben. Es geht gut. Ich fahre ganz express Da hätte ich auch noch reinstehen, ins Eis. Keine Lust. Keine Lust. Okay. Gut. Da lang, gut. Das war mal vorher. Kommst du schon durch, das Seil? Ja, drehen wir mal etwas dazu. Ja. Das hat Happy gemeint. Das ist Happy. Das ist der Schlüsselzahl länger gefasst. Sieht das? Ja. Der Quarz ist? Quarz schon, ja. Das ist ja nicht so. Hä? Da habe ich heute schon mehr geschnauft, haben wir das Gefühl gehabt. Ja, das ist schon. Der Krampf ist schon eindeutig mehr Samstag. Du, noch nicht alles, du hast, gell? Ja. Auf deiner Seite. Nimm etwas vom Hans-Rudi. Nimm was, kannst du nicht, gell? Super. Dann kannst du nicht drinnen lassen.
zwei Länge. Sehr gut, merci. Ja, das ist gut. Jetzt gehe ich hier rüber und dann tue ich hier oben ist ein Vorhaken auf der anderen Seite und einhänken. Und dann gehe ich etwa, ja, fast bis 10 raus, ist glaube ich. Das war das letzte Mal. Ja. Kannst du mich dann oben einstecken? Also, ja, lieber nicht so. Aber mit dem Helm an, einfach anmachen, weißt du? Ja, so anmachen? Ja, ja, okay. Ja, ja. So. Ja, ja. So. Kann ich, hä? Der Haken hier, das ist er, was du das letzte Mal gesehen hast. Ah ja, genau, das ist ein Loch. Ein großes Loch vor dem Haken. Da hat es noch so heisse Sachen am anderen Ort. Das ist, der hat einen Einschraub reingebläht. Ich muss noch einschrauben. Aber im Fels. Kannst du reinlegen? Ah, nein. Also ich glaube nicht, der Herr ist stark. Hä? Der Herr will die Spinne nachher von abräumen. Spinne? Nein, nein. Nein, nein. Oben gescheit er nicht stark. Natürlich der Lärmung, aber das Domhaar ist lärmig, aber ich stört es nicht. Oh, kein Problem. Wir sagen, muss der. Nein, nein, ja, schon gut. Ja. Ralf? Ja? Da kommt noch ein Express. Was? Da ist noch ein Express. Das ist noch, ja, das ist alles noch ein Lied. Sorry, noch, sorry, ja. Dass ich dir da von oben nachher sage, wie. Oh, was ist die Gise abziehen da? Steffel, seht ihr? Nein. Ja. Fast hier.
Da sieht man den Stefan Sigrist, der wirklich eine Art Chemie darauf steigt. Kasper, was ist das für eine Stelle? Man hat vorher kurz ein Gortibiwak gesehen, nach dem Quarzriss. Und von dort her traversiert man eben nach links in die Ausstiegskamine. Die sieht man von unten eigentlich nicht, die sind versteckt. Und die sind ein bisschen nach Nordwesten gerichtet. Also es geht nicht lang und nachher wird dort sogar schon die Sonne reinscheinen. Hier, der Kaminkletter ist eigentlich auch, wenn es freischend ist, geht relativ eng, weil man gut spreizen kann und mit den Händen vielmals so stützen. Man hat vorhin noch zwei, drei alte Fixseile gesehen. Das ist die Abseilstelle, die man machen muss. Also man verliert ein paar Höhenmeter oben vom Gortibiwak runter, links zu diesen Kaminen. Jetzt haben sie eigentlich zwei Seillängen relativ einfaches Gelände. Obwohl, so einfach ist es nicht, sonst würde Steffel da schneller raufklettern. Es wird immer vermutlich wieder die Frage nach dem Schwierigkeitsgrad gestellt. Wenn das trocken ist, ist das nicht mehr wie 3+. Oder? Aber wenn es sein ist, sieht die Welt anders aus, um eine Steigisse an den Füßen hat. Wie ich schon mehrmals gesagt habe, die Eigerwand kann man nicht nach dem Schwierigkeitsgrad beurteilen. Das hat man heute gesehen. Die schwierigste Stelle, die sie jetzt bewältigt haben, ist ganz sicher der Wasserfallkamin, den sie heute Morgen überwunden haben, voll Wasser ist. Und obwohl es von den reinen Schwierigkeiten her bei trockenen Verhältnissen sicher nicht die höchste Anforderung wäre, hat man das mit Abstand am meisten abverlangt. Und hier sieht man ein bisschen aus der Übersicht an dem Punkt her, wo sie jetzt etwa sind. Unten in der Mitte war jetzt gerade das Spinnen und jetzt sind sie aber schon ein rechtes Stück weiter. Ja, sie sind ziemlich in der Mitte zwischen Spinnen und Gipfeleisfeld. Stefan müsste da aber ziemlich versteckt sein, der drinnen. Aber die anderen drei, ja, Develin sieht man, glaube ich, unten dran. Das müsste vermutlich Develin sein. Und rechts sollte Hans-Rudi und der Ralf unterwegs sein. Dass so eine Sendung wie die überhaupt möglich ist, hat unter anderem damit zu tun, dass die sogenannte Longline-Rettungstechnik erfunden und erprobt ist. Weil nur dank der können wir Kameraleute in die Wand hineinfliegen und auch wieder raus. Und bei mir ist jetzt Otto von Almen, er ist Rettungschef in Meiringen-Hasliberg. Und Otto, du hast die Technik in den 80er, 90er Jahren weitgehend mitentwickelt. Was war eigentlich die Idee dahinter? Das Problem ist dann auftaucht, wo in den Wendenstöcken in Meiringen, in diesen 300 bis 600 Meter Höhe, zum Teil überhängenden Wänden, neue Routen erschlossen worden, vor allem durch Caspi Ochsner. Sie die einheimischen Kletterer mit der Idee gekommen, wie sieht, da könnte man mit den herkömmlichen Mitteln nicht retten. Wir haben Ideen aufgenommen, hat ein Projekt entwickelt und hat das 1991 in Zusammenarbeit mit der REGA entwickelt, erprobt, und das ist eigentlich das heutige Longline-System. Das heisst, am Helikopter hängen eine lange Leine, 80 bis, glaube ich, über 200 Meter. Was sind die wichtigsten Werkzeuge, die man braucht? Wir sehen jetzt gerade, wie es funktioniert im Detail, in dem Film, aber du hast uns die wichtigsten drei Werkzeuge mitgebracht, die es braucht, um so eine Longline-Rettung zu machen. Also es ist sicher der Funkhelm, den man sonst in der Helikopterrettung und Rettungssaison braucht, mit dem entsprechenden Funkgerät, ein Reservefunkgerät. Und etwas sehr Wichtiges in diesen steilen Wänden ist die sogenannte Elkstange, Teleskopstange, die man ausziehen kann bis auf 5 Meter die totale Distanz. Mit der tut man sich einerseits die Suche arbeiten, wenn man es einhängen kann. Also wenn du der Retter bist, der am Heli hängt, hast du die Stange und kannst richtig, mal an die Wand rein. Und dann hebt sich einer dran und zieht dich rein. Man kann es einhängen und sich nachher so die Suche schaffen damit. Und man kann vor allem dann, wenn man das zweite, das leere Seil bekommt, wenn man ausgeflogen wird, kann man Seil einfahren mit dem Haken und Seil zuziehen. Das sieht jetzt sehr einfach aus, weil ich Boden unter den Füßen habe. Ich kann die Stangen bewegen, wie ich will. Wenn ich aber am Seil hänge, muss ich manchmal Ehrhindung bedienen. Auf der anderen Seite noch Funken dazu. Ist das gar nicht so unproblematisch. Du, aber Jelkstangen, ich kenne zufällig den Bruno Jelk, der ist Rettungschef in Zermatt. Wieso kommt die Stange zu dem Namen? Oder wieso kommen wir zu dieser Stange? Das ist ja so wie in anderen Situationen auch im Rettungswesen. Jede Entwicklung setzt sich aus verschiedenen Komponenten zusammen. Und diese Stange ist vor dem Longline entwickelt worden für die Helikopterrettung. Und das tut man selbstverständlich integrieren.
Drittes Instrument, das es noch braucht, dritte, die Bohrmaschine, für was ist die? Ein dritter wichtiger Punkt ist eben die Bohrmaschine, weil wir kommen an Orte her, wo vielleicht nicht gute Stände sind, gerade beispielsweise Meiger. Das war lange ein grosses Problem im Rettungswesen. Heute hat man innerhalb von ein paar Minuten ein Loch gebohrt. Man kann Bohrhaken einsetzen. Zwei Bohrhaken hat man einen absolut sicheren Stand. Wie kompakter der Fels, wie lieber. Also, drei wichtige Instrumente, die Elkstangen, Funkhelm und Bohrmaschine. Und wie das in der Praxis denn aussieht, das schauen wir uns jetzt an. Freitag, der 27. Juli, 16 Uhr. Rettungseinsatz des Regerhelikopters Auguste A109K2 in den Berner Alpen. Der SAC-Rettungschef erwartet den Regerheli bereits. Alpin 1 von Rega 10. Rega 10 von Alpin 1 verstanden. Herr Kortzali, wir landen in 2 Minuten. Wer ist bereit für den Rekoflug? Salut Toni, jawohl. Ich bin parat, du kannst mich aufnehmen hier in der Mettlator. Verstanden. Erster Schritt der Rettungsaktion. Ein gemeinsamer Rekognoszierungsflug von Riga-Crew und Rettungschef. Also Toni, der Unfall ist ein Genfer Pieler im oberen Teil. Wir müssen herfliegen und schauen, wo die Position genau ist und was sie genau haben. Wie wir sie können bergen. Was ist passiert? Zwei Bergsteiger stiegen am Morgen früh in den Genfer Pfeiler an der Eiger Nordwand ein. Gegen Mittag treffen sie auf eine zweite Seilschaft. Alles geht glatt bis um 15.30 Uhr. Dann der Unfall. Einer der Kletterer rutscht aus. Er bricht sich den Arm an einer Stelle, an der es weder ein Vor- noch zurückgibt. Ich kann nicht mehr klettern, ich kann noch hin und nach nicht klettern. Die beiden Bergsteiger sind gefangen, unter ihnen 400 Meter gähnende Leere. Bereits eine halbe Stunde nach dem Hilferuf aus der Wand nähern sich die Retter auf ihrem Rekoflug der Absturzstelle. Das Wetter hat sich gemeldet, dass oben leichter Wind ist von Westen. Du musst vielleicht gleich ein bisschen schauen. Vor allem oben auf der Kreta könnte es dann schon Wind. Ja. Auf Anweisung des Piloten öffnet der Retter die Türe. Das müsste gehen, hier in diesem Pulver müsste es gehen mit dem längeren Seil. Der Pilot hält den Heli in Schwebeposition. Auf seinen Instrumenten liest er die Höhe des Unfallplatzes ab. Sehen wir das die Höhe am Messen? Jawohl. Sehen wir 9500 Fuß. Ja, hier hat sich ein bisschen etwas stehen. Da kann sich jeder verhängen, da ist so in gut. Das sollte gut sein, der, ja. Wir gehen jetzt mal rauf auf die Höhe und dann kannst du mal senkrecht runterschauen, wie das aussieht. Der Pilot steigt, orientiert sich am ersten Referenzpunkt, der außerhalb der Gefahrenzone von Steinschlag und Felskuppen liegt. Sind wir jetzt vertikal drüber? So war die Position gut. Wir sind noch etwa 5 Meter rechts nachher. Dann wäre es gut. Jawohl, so ist gut. Perfekt. Ja, ist gut. Da haben wir 80 Meter. 80 Meter, ja. 80 Meter. Wir haben folgende Situation. Im Genfer Pfeilerruhe ist eine Zweierseilschaft. Am Boden erfolgt das Briefing des Rettungsteams durch den Piloten und den Rettungschef. So wie es aussieht, ist er verletzt. Er hat sehr wahrscheinlich eine schwere Armfraktur. Mit zum Rettungsteam gehören der Rettungssanitäter und Regerarzt sowie ein weiterer Retter und der Einweiser. Zur Aktion selber hat die vorgesehen, ich werde als erstes als Retter in die Wand gehen. Ich werde den Patienten notdürftig verarzten, werde den Retter 2, Gotti Ecker, anfordern. Er wird in die Wand fliegen, ich werde ihm dann übergeben, so wie wir das gegen jemanden machen. Du, Fritz, mich ist die Einweisung hier. Wie siehst du das vom Fliegerischen her, Toni? Ja, oben hat es noch ziemlich lose Gesteine. Wir müssen schauen, dass wir oben keinen Felskontakt haben. Und so wie wir mit dem Höhenmesser ausgemessen haben, sollte 80 Meter gerade eine ideale Länge sein. Würden wir also jetzt das Gehänge auf 80 Meter festlegen? Konzentriert und ruhig bereiten die Retter die Aktion vor. Jeder Handgriff sitzt, ist immer wieder für den Ernstfall eingeübt worden. Jeder im Team weiß genau, was er zu tun hat.
Der Rettungssanitäter und der Einweiser bereiten das Longline-Gehänge vor. Hast du gerade Seil ausrollen, Seraf? Ja. Während der Einweiser das 20 Meter lange Versteifungsseil ausrollt, verbindet der Rettungssanitäter das Stahlseil mit dem Trapez des Doppelhakensystems. Gemeinsam entrollen sie das Statikseil aus dem Sack, messen die Länge von 80 Metern ab. Wie viel ist das? Jetzt haben wir etwa 50 Meter. Ja, die Mine ist länger genug. Etwas abseits vom Geschehen stehen die beiden Retter. Gstaltli und Knoten werden sorgfältig angezogen. Sehr wichtig für die Retter sind die Funkgeräte. Jeder trägt zwei auf sich. Das hier ist das Reservefunk. Das haben wir eingeschaltet, hier hinten am Gurt. Hopp-Herder. Die Kommunikation zwischen Retter und Pilot ist während der Aktion nur per Funk möglich. Bei einem Funkausfall müsste die Rettung sofort abgebrochen werden. Es ist gut, dass die Knöpfe mal fast filmreif sind. Anschließend gegenseitige Kontrolle der Ausrüstung und der Funkcheck. Reservefunk, hast du ebenfalls auch? Hier im Büro sind wohl gut. Kurt, von Gott die Antworten. Hören die ebenfalls laut und deutlich. Rettungssanitäter und Einweiser überprüfen die Verbindungselemente des Longline-Gehänges. Okay, tun wir noch kontrollieren oben, he? Dass wir die Bäume oben haben. So, ist gut. Und nachher unten hier mit dem 4 Meter Zwischenseil. He? Checken sie gut, schadzogen. 15 Minuten hat die Vorbereitung der Longline-Aktion gedauert. Der Pilot hebt den Heli in den Schwebeflug an. Der Rettungssanitäter klinkt das Trapez an den beiden Lastenzangen des Helis ein. Ein letzter Belastungstest. Bald hängen an diesem Stahlseil Retter und Patient in schwindelerregender Höhe. Okay, gut. Der Retter fixiert seinen Karabiner an der Longline und wartet. Der Pilot sieht nur sehr eingeschränkt, was sich unter dem Heli abspielt. Deshalb übernimmt das Rettungsteam die Funkanweisungen. Position ist gut so. 10 Meter. Position kannst du halten vom Fuß. 3 Meter. 2 Meter. 1 Meter. Lass hoch. Silence.